Hallo. Hi. Also ich muss auch mit links, ne? So, wir sind ja im Moment in einer Airbnb-Wohnung. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil wir haben uns heute Abend jetzt einen Salat gemacht. Wir haben Baguette. Budderli, jetzt Budder. Baguette. Genau, also französisches Baguette. Genau, wir wohnen ziemlich nah an der französischen Grenze, also... Also in Deutschland. In Deutschland. Also wir wohnen in Deutschland, aber für uns ist die Grenze 15 Kilometer nur weg. Das heißt, für uns ist Baguette sowas wie Heimatgefühl. Wir können jederzeit Baguette essen und holen uns das auch ganz oft zu Hause. Deswegen freut man sich umso mehr, dass man das hier auch gefunden hat. Genau, in Malaysia, in Malakka, im... Family Store. In einer Bäckerei. Ja, das ist ein größere Mall. Der richtige Name weiß man jetzt gerade, müssen wir dann einblenden. Giants gibt es da noch und nebendran ist die Malakka Mega Mall oder so irgendwas, glaube ich. Also irgendwie. Und da in der Nähe ist auch dieses andere größere Einkaufszentrum und da gibt es auch ein Toni Romas, das können wir noch suchen. Und Subway ist noch drin, ne? McDonald's. Ja gut, McDonald's und so. Ich glaube Starbucks auch und sowas. Rooster ist, glaube ich, auch noch drin gewesen, denn, ne? Wenn ich richtig bin, ja. Und KFC. Wenn er das sucht und Family Store oder Giants, dann könntet ihr wahrscheinlich finden. Und da haben wir alles, da kann man super einkaufen oder günstig einkaufen. Also wenn man länger hier sein möchte, dann können wir wirklich gut einkaufen und wir haben ja aber auch Kühlschrank und Friertruhe. Genau, und wir dürfen hier in dieser Wohnung nicht kochen, das ist genau. Nicht erlaubt. Also so Salat oder so ist in Ordnung, aber es sollen hier keine Kochgerüche entstehen. Deswegen haben wir uns jetzt einen Salat gemacht mit Tomaten und Gurken. Petersilie haben wir noch gekauft. Ein Salatdressing, so ein fertiges. Und schmeckt echt super. Das ist übrigens gar keine Butter, das ist Margarine. Das stimmt. Margarine, ne? Ich weiß, also viele von euch gehen auch immer in die Foodstores essen und so, oder die Straßenstände in dem Fall, weil es gibt keine Hawker-Center mehr, sind nicht mehr in Singapur. Aber wir haben ein tolles Apartment hier, was wir euch bestimmt auch noch zeigen werden. Das Problem ist, wir sind halt ziemlich am Ende von Malakka oder am Anfang, je nachdem, wie man sieht. Hinter uns kommt aber definitiv nichts mehr außer das Meer. Deswegen sind wir jetzt nicht so touristisch. Jetzt lassen wir uns das schmecken. Wir können uns hier quasi jetzt einfaches Essen machen, aber es ist halt auch irgendwie abwechslungsreich und günstig. Wir lassen uns das schmecken und wir sehen uns. Tschüss. Warum? Du musst auch winken.